ganze Menge positiver und schöner Gründe und Momente. Zum einen bin ich selber gerne in den Bergen, in der Natur draußen. Und wenn man dann zusammen mit anderen Leuten das noch teilen kann, dieses Vergnügen und diese Freude, dann ist es doppelt schön. Es ist so, dass ich ja, wie unschwer zu erkennen, schon im Rentenalter bin. Ich mache das also nicht jetzt als Hauptberuf oder Broterwerb in erster Linie, sondern ich mache es wirklich einfach aus Freude, aus dieser Motivation heraus, dass ich, wie gesagt, gern in der alpinen Natur draußen bin, Sommer wie Winter. Das ist das eine. Und was erlebt man dabei? Man kann eben vielen Menschen hier Dinge zeigen, näher bringen, auch die Sinne wieder öffnen für die Natur, die oft heute nicht mehr offen sind, bedingt durch die Lebensgewohnheiten, speziell natürlich im Großstadtmilieu, dass man den Leuten einfach mal wieder zeigt, wie schön das ist, dass die ihre Ohren aufmachen, ihre Augen aufmachen und dass man ihnen dabei hilft, dann auch diese wunderschönen Dinge am Rand, am Wege zu zeigen, ihnen die Zusammenhänge in der Natur zu erklären. Es geht los, den Alpbetrieb zum Beispiel, was da sich abspielt oder eben wie Tiere, wie Pflanzen sich hier im Gebirge eben darstellen. Und das ist das eine. Und man spürt es ja dann zurück, wie die Leute für sowas plötzlich sich öffnen, empfänglich sind, dankbar sind. Und dann gibt es noch was anderes, was da mit reinspielt, was mir persönlich auch sehr viel Freude macht. Das ist das Gemeinschaftserlebnis, das sogenannte Sozio-Integrative, glaube ich, heißt man das in der Fachsprache. Einfach gesagt, wir haben jetzt gerade, wir stehen am Ende einer wunderschönen sogenannten Bergwanderwoche. Ich habe vor 6 Tagen diese 10 mir anvertrauten Menschen zum ersten Mal gesehen. Die untereinander haben sich vorher auch nicht gekannt. Und es ist unglaublich, was dann aufgrund dieser großartigen Naturerlebnisse und Gemeinschaftserlebnisse da alles passiert. Nach 3-4 Tagen ist es schon ein eingeschworener Haufen, hätte ich mal gesagt. Und wenn es eine Woche rum ist, dann sind einem diese Leute ans Herz gewachsen. Es bilden sich Freundschaften, es bilden sich bleibende Gemeinschaften sogar, dass die Leute sagen, wir wollen nächstes Jahr sowas wieder machen, wir wollen wiederkommen. Die Verbindungen bleiben erhalten und vielen, gerade auch Menschen, die vielleicht durch ihre sonstigen Lebensumstände eher vereinsamt sind, heute irgendwo im Beruf, in der Anonymität, die finden hier plötzlich wieder Zugang zu anderen, die reden miteinander, die geben sich unkompliziert, haben Spaß miteinander und all diese Dinge, die scheinen mir ganz, ganz, ganz wichtig zu sein und wertvoll. Und das alles zusammenfassend, das ist meine Motivation, darum macht mir das einfach Spaß, darum mache ich das gerne.